Da ist er. Soll ich dir helfen? Kommst Hello. Du rein? Jetzt sind wir zumindest hier in dem Auto komplett. Damit herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Kurze Frage, habt ihr schon mal Alpaka-Camping ausprobiert? Nee? Ja, wir machen es jetzt. Ne? Wir auch nicht. Also das werden wir diesem Wochenende tun. Und dabei viel Spaß. Es kommen noch 3 Wohnmobile dazu. Wir sind heute mit 4 Autos. Mal gucken. Ja, ob, nicht die filmen, da, ob die da Alpakas haben. Komm. Kein Stress. Zeit. Idee, freitags mittags loszufahren. Aber machst du nichts. Ja, wie habe ich das mit dem Alpaka-Camping gemacht? Das ist eigentlich relativ einfach. Man meldet sich da auf der Internetseite an und dann kann man die Plätze aussuchen. Kann gucken, ob zu dem Zeitpunkt, wo man dahin möchte, was frei ist. Und dann bucht man das. Das ist eigentlich eine relativ einfache Buchungsgeschichte. Ja, jetzt ist das schon wieder so lange her, dass ich das gemacht habe, dass ich tatsächlich noch mal gucken muss, wie das mit dem Bezahlen lief. Das muss ich euch dann noch nachreichen. Wir fahren jetzt wieder Richtung Eifel, aber diesmal wirklich nicht in die Eifel, sondern kurz hinter Main ist der Ort Nachtsheim. Das seht ihr hier auf der Karte. Und da sind wir jetzt bei einem Bauer die nächsten 2 Nächte. So, hier kommt jetzt die Nachlieferung. Also, um genau zu sein, haben wir 35,80 Euro bezahlt. Und man kann bei diesem Online-Buchungsportal von Alpaka Camping entweder mit Kreditkarte oder per PayPal bezahlen. Und noch eine Info für alle, die Apps lieben und nicht genug auf ihrem Handy haben. Da ist schon was in Arbeit. Kommt noch. Okay, ich wurde von der Fahrerseite mal wieder korrigiert. Ich habe auf der Infoseite von der Online-Plattform geguckt, da stand, die App ist in Arbeit bei den FAQs. Die FAQs sind nicht aktualisiert. Es gibt natürlich schon eine App. Dass wir den Chris haben und der so groß ist. Lang. Groß ist halt andere. Jo, ich will ja hier wieder nicht den Meckerfritzen machen, aber ich muss es. Wenn ich sowas als Bauer anbiete, ne, dann muss ich zumindest die Zufahrten auch für Wohnmobile geeignet halten. Ne? Und dann auch ein bisschen freischneiden. Also wir haben uns jetzt hier ziemlich in Macken reingefahren auf der Zufahrt. Schade. Das gibt von mir schon mal den ersten Daumen nach unten. Keile. Keile? Wo gibt's denn so? Hast du Keile gesagt? Moment, worauf stehst du? Auf dem Stein? Ich stehe auf einem Stein, das ist kein Keil. Stimmt. Tja, er steht wieder ziemlich lustig hier. Aber ich musste hier auf der anderen Seite, brauchte ich Unterstützung.
das konnte das Fahrwerk nicht mehr ausgleichen. Ich glaube, am Montag muss ich mal wirklich die Kiste waschen. Ja, und wie man sieht, hat der Herr Häuser das da hinten hochgeschafft, aber das Auto wiegt ja auch nicht so viel, ne? Da denkt man mal, hatte mal ein Wochenende Ruhe vor diesen Häusers / Müllerhäuser. Ich meine, die Birgit, das ist ja noch völlig nett, das ist ja noch in Ordnung. Hallo! Wolltest du nicht mal wieder alleine eine Solotour machen? Ich darf ja nicht, du sagst immer, ich mache alles kaputt. Du kriegst alles kaputt, das ist richtig. Schön, dass das geklappt hat. Aber lieber Walter, ich muss dich loben. Hey, mach das nicht. Das Liebe nochmal. Du bist da hochgekommen, wo ich versagt habe. Ich habe mir gedacht, die Forschen sind von dir. Die sind von mir, ja. Noch einen halben Liter Wasser mehr und er wäre mit seinem Dingen nicht da hochgekommen, also mit dem Dingen da. Der Sprinter, der ist so leicht auf der Vorderachse, da kannst du gar nichts machen. Ne? Warum war Sonja nicht im Auto? Boah, das war böse. Habt ihr den? Boah, soll ich den rausschneiden? Schneiden. Nee, der war... Oh, der hätte von mir sein können. Hier wird schon gearbeitet. Ah, was ist das? Ach, das ist halt Lamm. Genau. Eingelegt. Da kommt dann selbst der AT-Reifen an seine Grenze. Ne? Aber mit einem normalen wäre hier gar nichts gegangen. Ne? Da sieht man schon, ne, das Profil ist schon noch frei. Aber normaler Winterreifen, keine Chance. Ja, jetzt gibt es hier angeblich noch eine Hobbit-Höhle. Keine Ahnung, wo wir hier hin müssen. Aber so, wenn es also wirklich hier Windfäden regnet, dann kann man da noch rein. So sieht das hier drin aus. Ist doch ganz gemütlich, ne? Da liegt Holz und ein feines Hauklotz. Ja, und dort ist die Aussicht hier, hinter Nachtsheim. Ja, jetzt holen wir mal ein paar Stühle raus. Ah. Ja. So sieht das hier drin aus. Ich habe mal jede Menge Holz mit. Da drunter ist auch noch. Jetzt kommt tatsächlich noch die Sonne raus, ne? Man glaubt das nicht. Jetzt haben wir dann doch. Du kannst noch einen bestellen. Wie, den haben wir doch geschenkt bekommen. Dann kauf dir halt einen normalen. Aber das sieht doch ganz gut aus. Das Feuer brennt. Und hier ist Spaß. Chris geht jetzt. Rum, ne? Was machst du jetzt damit? Gehst du baden? Ist Samstag heute. Nee, heute ist Freitag. Schade. Morgen wird hier Bad. Das sagt man mir nur einmal, das Feuer ist nicht heiß genug. Jetzt ist es so heiß, dass er nicht mehr rühren kann. Ha, schön. Extra Nebel. Ja, ich wollte euch das jetzt eigentlich mal zeigen, was in dem Topf drin ist, aber... Warte. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Gut, da ist jetzt natürlich viel von diesem Gemüse drin, ne? Aber... Wolltest du irgendwas sagen? Gut. Das sieht nicht schlecht aus, was er da gemacht hat, ne? Ja, aber du kannst doch weg, dann also Gummi. Erde. Nichts angebrannt. Habt ihr das gehört? Er hat gesagt, bisher wäre noch nichts angebrannt. Das wollen wir jetzt mal abwarten. Ne?
Der Klasse, ne? Die Tipps, die Kochtipps von den Leuten, die so nichts auf die Kette kriegen hier, ne? Ah, ist das schön. Deswegen habe ich ja gesagt, kein Mehl, da hätte ich jetzt Angst, dass das reinkluckt. Es gibt was, Essen. Da wird er wach, der alte Mann. Ja. Was zu essen gibt. Prioritäten. Ich sehe nichts mehr hier. Ja, bei dem Qualm wundert mich das nicht. Über die Henkelchen. Das war nichts. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das schmeckt. Das sieht zumindest ganz gut aus. Tja, Mädels, sie sind jetzt alle satt. Und ich glaube, für heute lassen wir das hier bewenden. Ne? Da hinten sitzt noch der dunkle Lord. Unter seinem. Er sieht ein bisschen aus wie Obi-Wan, ne? Mit der Mütze. Nee, Darth Vader nicht, aber Obi-Wan mit seiner Mütze. Trinkt Rum aus dem kleinen Glas. Ist mir mit den Ohren noch nie aufgefallen. Da grün sind sie nicht. Hast du recht. Wollt ihr noch ein bisschen ins Feuer gucken? Ich kann das noch 5 Minuten laufen lassen. In dem Sinne, gute Nacht bis morgen früh. Hier aus Nachtsheim, zwischen Main und Nürburgring. Keine Ahnung, was jetzt hier schon abgeht, aber damit erstmal guten Morgen hier aus Nachtsheim in der Eifel. Das war eine ruhige Nacht, das war absolut ruhig. Also wir wohnen ja in einem ziemlichen Wohngebiet, ne? Und wir haben, ich glaube, 5-mal mehr Hähne. Ich habe hier keinen einzigen gehört, ne? Ja, und hier kann man sehen, dass selbst Walter seine Anhänger hat, ne? Guten Morgen, ich komme mal da rüber. Na? Ja, gut geschlafen? Wunderbar. Mhm. Mal zu irgendeinem Selbstausbauertreffen oder so, mach mal einen kleinen Laden auf. Genau. Ja. Tja, ist auch die Chefin. Guten Morgen. Der wird jetzt Frühstück. Gut, dass ich einen Toaster gekauft habe, ne? Naja, sonst müsstest du jetzt Brot essen. Ich esse ja Brot. Aber halt Toast. Aus dem Toaster, ne? Brot. Auch nicht schlimm. Was suchst du? Meine Klipse. Was willst du denn klipsen? Die Tüten zu klipsen. Ah. Aber ich vermute. Die habe ich immer in die Schublade gelegt. Ja, aber beim letzten Mal haben wir ausgeräumt und da waren die Klipse noch an was dran. Ich nehme an, die sind alle zu Hause. Ja. Tja, dann wollen wir mal. Das ist nicht so einfach. Ach, da schlasche Sonne noch. Wer kommt da? Morgen. Was machst denn du hier? Schön, sitzen. Sitzen. So, wir sitzen doch, wir sitzen doch gut hier. Wir sitzen hervorragend hier. Vor allen Dingen wäre es kuschelig warm, wenn sie die Tür zumachen würde. Ja, ne? Aber die Handys weg da. Meine Güte. Sonst mache ich eine WhatsApp-Gruppe auf. Da sitzen sie da und sind alle mit den Handys am Dackel. Ja, das ist mein Reisetagebuch für deine Mama. Was für ein Ding? Mein Reisetagebuch. Was filmt ihr das? Wie schmutzig das hier drin ist? Guck mal. So, da sitzen wir gemütlich. Also das, ich habe jetzt den Zug reingeschrieben, gell? Die heißt Journey Blog und das ist eine App. Die kannst du aus dem App Store runterladen. Sonja führt Reisetagebuch. Ja. Und da wird die Zahnbürste geladen auf der, was ist es, Delta? Mini. Mini. Ist auch noch hier für Werbung machen? Das ist eine. Nee. Da machen wir keine Werbung für. Aber für Wattstunde machen wir wieder ein bisschen Werbung hier in dem Video. Ihr wisst wie immer, ihr könnt ruhig weiterreden, ne? Ich habe da kein Problem. Ihr wisst immer, mit dem Rabattcode AVANTI5 gibt es 5% bei Wattstunde. Und hier die Bagage hinter mir, die
Ja, solche, was machst du da, Lars? Nix. Warum steht denn da jetzt Tilt? Ich blend's unten ein. Ihr seid nee, das blinkt nicht, das leuchtet. Hey, Kamelle! Der Prinzkütt. Hier wird schon aufgeräumt. Guck dir mal. Die Mädels sind schon. Schleppen wir jetzt bloß nicht den Dreck wieder hier rein. Nein. Oh, die war bisher noch nie im Einsatz, aber heute brauche ich sie. Geht auch nichts über ein bisschen Frühsport, ne? Mal gucken, ob das wird. Und, falls euch mal einer fragt, ne, man kann so einen Ofen auch von oben anheizen, ne? Nicht hier vorne durch die kleine Klappe. Aber wo die mir dann wieder komisch kommt. Dann schickt mir den Link. Ja, es ist nach 12, ihr Lieben. Und da kann man dann auch mal... Ja, und ja. Der Reiseschröder hängt mal wieder hinterher mit Ploppen. Ja, ist wieder mal hier lahm unterwegs. Das ist immer das Gleiche. Und jetzt ploppt noch nicht immer bei ihm. In diesem Sinne, Wohlsein. Wohl. Da ist er doch. So langsam wird es auch warm hier in der Hütte. Also, ganz angenehm. Warum sind wir eigentlich gestern Abend nicht hier rein? Keine Ahnung. Ich hatte das vorgeschlagen. Ihr wolltet ja nicht. Ja, war ein Vorschlag von dir, ne? Genau. Ja, das mit der Suppe hier in dem Raum wäre schwierig geworden, ne? Warum hätten wir dann ja... Dann hätte ich die Türe stellen müssen. Hier auf dem Ofen? Auf dem Ofen. Gegangen. Der macht gute Hitze hier. Ich stelle jedes Wochenende. Ist ja nur dieses kleine Dingelchen hier, aber der macht schöne Hitze. Ja, Holz haben wir noch genug. Da ist jede Menge. Ich habe fleißig gehackt. Da ist auch noch. Und hier ist auch noch. Also, das sollte reichen, ob du die Kiste vom Chris kaputt gemacht hast. Leider. Aber schick. Nicht schlimm, der Dirk macht immer irgendwas kaputt. Nein, der macht, wenn nur, Dinge schwarz. Oben und unten. Genau. Lese Hilfe. Brille darf man das nicht schicken. Nein, genau. Lese Hilfe. Chris hat auch so welche. Finde ich auch nicht schlimm. Hier, kostet aber 2 Euro. Ja, hauptsächlich. Ich kann dir nicht helfen. Wo er total verschlafen mit dem Oberkörper auf dem Schlafzimmer. Mag noch einer kommen? Ja, und da natürlich die ganze Bande auch irgendwie ein bisschen Hunger hat und der Chris ja gestern gekocht hat, kochen wir heute quasi gemeinschaftlich. Ich habe mir überlegt, ich mache ein Kartoffelgratin und zwar 2 Varianten. Einmal vegan für die Melanie und einmal mit ein bisschen Kuhmilchkäse für den Rest der Mannschaft. Und dazu brauchen wir Kartoffeln, eine Zwiebel, Knoblauch, was zum Schälen. Wir brauchen Hafermilch. Wir brauchen vegane Sahne. In dem Fall nehmen wir auch welche mit Hafer. Ja, und später noch ein bisschen Reibekäse und ja, dann lege ich mal los. Ne? Ja, als erstes schälen wir mal die Kartoffeln, aber dabei wollt ihr nicht zugucken, weil das dauert ewig. So, Kartoffeln sind fertig geschält. Dann kümmern wir uns jetzt mal um das Süßchen, bevor wir die hier klein schneiden. Und zwar brauchen wir 300 Milliliter vegane Sahne. So, wo sind denn die Milliliter da? Dazu kommen noch 100 Milliliter Hafermilch. Ja, dann wird das Ganze gewürzt mit etwas Pfeffer. Schön frisch aus der Mühle, mag ich am liebsten. Etwas Salz. Und wir brauchen Muskat. Hatschi-Gesundheit. Ja, eigentlich jetzt noch frischer 2 Rosmarin habe ich gerade nicht. Also tun es auch Kräuter der Provence im getrocknet. Das stellen wir jetzt auch mal an Seite.
dann kümmern wir uns um. Ah, die Zwiebel brauche ich erst später. Aber den Knoblauch entweder pressen oder zerdrücken. Da ich keine Presse habe, wird er zerdrückt. Oder sollen wir ihn doch klein schneiden? Ich versuche es mal mit dem Zerdrücken. Ich habe ein größeres Messer. Ja, geht. So, jetzt bin ich mir noch unschlüssig. Ich habe nämlich keine Kartoffelreibe oder so dabei. Habt ihr sowas an Bord? Also ich nicht. Jetzt ist die Frage, reicht es, wenn ich sie mit dem Sparschäler in dünne Hobel schneide oder nehme ich lieber das Messer? Wir probieren jetzt mal beides. Ja, das ist schon sehr dünn, ne? Also das ist ja quasi papierdünn. So, ich schneide jetzt mal mit dem Messer dünne Scheibchen. Und ich glaube, die sind etwas besser. Die sind auch etwas stabiler. Also, all das da jetzt kleinschneiden. Alle Kartoffeln fertig geschnitten und jetzt nehmen die ein kleines Bad in der Soße. So, jetzt gibt es noch Reste von gestern. Das war klar, ne? Sobald etwas zu essen gibt, wird auch der Herr Häuser wach von hinten, ne? Die ganze Zeit hörst du nicht, ne? Jetzt wo es Gulasch gibt, ne? Ja, die wichtigen Prioritäten. Ja, ja, ich merke das. So, dann gibt es noch ein bisschen Nachschlag hier von gestern Abend. Da sind sie alle am Mampfen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass jeder jetzt noch davon isst, ne, Walter? Da wäre für uns mehr übrig geblieben, ne? Ja, gut, wir können ja gönnen, ne? Aber bei Fleisch hört aber die Freundschaft auf, ne? Doch. Unter Freunden macht man das schon mal. Gut, der Kuchen passt jetzt nicht dazu, aber... Ja, zum Zubereiten nehmen wir mal wieder den Omnia. Wenn wir da hinten so einen schönen Ofen haben, ich wusste es nicht, sonst hätte ich eine normale Auflaufform mitgenommen. Haben wir aber nicht. Und wir werden das selbstverständlich vernünftig machen. Sprich, die Melanie bekommt ihren Anteil in einer kleinen Form, separat. Ja, weil wir wollen das ja nicht, das Vegane nicht mit dem Unveganen mischen. Ja, und dann nehme ich noch die großen Silikonformen. Und dann werden wir das jetzt gleich mal da reinschichten. Ob ich wirklich die große Form brauche? Oder ob ich es erstmal in der kleinen versuche? Ich glaube, ich probiere es erstmal in der kleinen. So, und jetzt sollen wir das da reinschichten. Also eine Lage Kartoffeln, dann kommt eine Lage Käse, dann kommt wieder eine Lage Kartoffeln. Also es ist jetzt doch die kleine Omnia-Form geworden und zwei von den, ja, also zwei Drittel Form sozusagen. Mal gucken, was nachher besser durch ist. So oder so geschichtet. Na, wollt ihr mal raten? Na, lassen wir lieber. So, da kommt jetzt der Rest von der Soße drauf. Da ja hier, weil in Ermangelung des veganen Käses kein Käse drin ist, kommt dann ein Schuss mehr von der veganen Sahne mit drauf. Und dann schmeißen wir erstmal das Ding an und dann gucken wir weiter. Ja, und wer sich jetzt wie ich fragt, wo kam denn jetzt die Zwiebel ins Spiel? Ja, die habe ich vergessen bisher. Die kommt eigentlich angeblich fein gerieben da oben drüber. Ich habe keine Reibe, also werde ich sie fein würfeln oder drauf drapieren. Dann kommt
hier noch Soße drauf, da drüben noch ein bisschen Käse und dann schauen wir mal. Entschuldigung. Hi. Gehst du mir vom Ding weg? Hi. Ich hab den Mann nicht mehr gesehen, ne? Ja. Hi. Na? Es sollte doch ein schönes Wochenende werden. Alter Mann. Danke. Dirk. Ist noch einen schönen guten Tag. So, ich glaube, Pfannen haben wir genug. Sonst wäre ich heute hier. Das Ganze dann unter der fachlichen Leitung von Lars. Nicht ruf dich da an. Ja, so langsam wird es hier, ne? Ich habe angeboten zu helfen, aber das wollte ich ja nicht. So groß aus. Meine Aufgabe ist kleiner aus. Noch 12 Kilo, will ich immer 50. Ich liebe es. Tina, bitte? Also Auswahl haben wir genug. Ja, ich. Ja, gegessen haben wir. Der Lars hat ein bisschen kalt werden lassen hier drin. Sprach der, der ein T-Shirt hier rumsitzt. Ne? Also von daher. So kalt ist das, ne? Ja, wofür habe ich denn heute den ganzen Tag Holz gehackt? Ne? So. Den Lars haben wir gebraucht. Warum hast du nur nasses Holz gehackt? Ja, ich kann es ja nicht doch trocken pusten, ne? Also. Aber meinst du, warum es heute keine schwarzen Würstchen gab? Weil du gegrillt hast. Korrekt. Ja, Mädels, hier geht es jetzt so langsam in den gemütlichen Teil über. Wir haben guten Rum. Und Lars hat Gaffelkölsch gespendet. Und, das ist kein Bier, ist nur Kölsch. Ja, ist nur Kölsch. Ne? Das ist das, was man normalerweise hier im Rheinland in Reagenzgläsern ausliefert. In dem Sinne, macht es gut. Bis morgen früh. Wo frühstücken wir eigentlich morgen? Wahrscheinlich wieder drinnen oder draußen. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Gut, dann frühstücken wir hier. So, Frühstück findet heute Morgen in der Hobbit-Höhle statt. Aber da müssen wir es jetzt irgendwie mal warm kriegen drin. Und das Holz, was wir gestern noch hatten, war nass. Ja, guckt euch das an hier. Da müssen wir gleich wieder alle raus, ne? Oh. Naja, was qualmt schon mal. Sieht ja ganz gut aus. Hallo? Hallo? Na? Ich wollte dir ein bisschen trockenes Holz klein machen. Wir haben ja jetzt hier. Das reicht ja für das, was. Ja, aber das ist doch Quatsch und feucht. Nehmen wir mal hinten ein paar von den trockenen Knöppeln, die manchmal klein. So, ne, ich habe das gehört von deiner Frau, dass du hier drin bist. Da habe ich gedacht, der Mann braucht trockenes Holz. Und jetzt haben wir trockenes Holz. Schöne Hose hast du, die habe ich irgendwo. Ne? Hervorragend. Ja. Auf Empfehlung. Auf Empfehlung, ne? Ja, ja. So muss das sein. Ne, wir haben aktuell keinen Rabattlink. Kommt im Mai wieder einer. Ja, jetzt warten wir mal auf den Rest. Wird noch Brot gebacken gleich. Aber in der Pfanne. Wenn du nichts trinkst und auch nichts anderes, stirbst du garantiert. Deswegen Lebensquelle. So, jetzt kommt wieder das Pfannenbrot zum Einsatz. Das Rezept findet ihr in einem der Sizilien-Videos. Wir ins Bett. Also wir hatten kurz vor 12 Uhr ins Bett gegangen. Ja. Wenn der Fisch anfängt aufzunehmen, das muss unbedingt eingeweicht werden. Das sieht doch mal gut aus, oder? Also ich packe euch das Rezept unten nochmal in die Infobox, da könnt ihr das mal nachbacken. Geht mit jeder Pfanne, muss nicht eine Gusspfanne sein. Aber muss auch kein Holzofen sein, geht auch auf den Grill oder Gas oder wie auch immer. Also schaut mal unten in die Infobox. Ja, jetzt sitzt hier langsam eine Hektik ein, wollen wir aufräumen. Selbst der Walter arbeitet, wird ja ganz selten. Der kann das. Ja. So, Besen rein hinterlassen. Das gute Stück, das war wirklich schön, die Hütte hier, bei der Witterung. Und die Konstruktion hat gehalten. Von daher. Dann sagen wir hier der Reisegruppe Oma Tschüss, den Eifelnomaden hier, den Reiseschröder und die muss ich ja nicht, glaube ich, nochmal vorstellen. Ne? Dem ciao, ciao. Scotty-Team und wo gehörst du zu? Ich fahre mit Avanti on Tour. Du okay, ne, ist alles gut. Haben wir noch Platz frei. Man sieht sich. Bis demnächst. Genau.
So, kleines Abschlussfazit zum Alpaka-Camping. Naja, wir haben ja nur einen Platz besucht. Jo. Erstmal, ne? Jetzt haben wir natürlich die Buchung noch über Internet gemacht und nicht über die App. Aber das scheint ja jetzt auch zu klappen, ne? Tja, machen wir beim nächsten Mal. Ja. Und jetzt der Platz hier in Nachtsheim. Ah, der war schon cool. Also zumindest für die Witterung mit dieser Hütte dabei. Also schon geil. Das hat Spaß gemacht. Ich hatte es ja im Video gesagt, ein Anteil von diesen 18 Euro nimmt sich natürlich auch noch Alpaka-Camping für die Vermittlung. Ich glaube, 15 Euro gehen an den Bauer. Nö, ansonsten Hütte, klasse. Ja, Zufahrtswege, wie gesagt, da bin ich müsste man noch dran arbeiten. Wobei, es gibt zu diesem Platz 3 Zufahrtswege. Ich glaube, wir haben dann zuerst haben wir den zu steilen genommen und nachher haben wir den zu engen genommen. Ich glaube, der dritte wäre vielleicht besser gewesen. Der ist besser gewesen. Aber gut, das kann man natürlich nicht ahnen. Ja, wie gesagt, da hat er vorne durchgedreht. Da war auch kein Weiterkommen. Da ist zu wenig auf der Vorderachse an Gewicht. Nö, ansonsten hat Spaß gemacht. Ja, schönes Wochenende. Wenn ihr schon Erfahrungen mit Alpaka habt, dann schreibt es mal unten rein. Wie gesagt, als nächstes testen wir dann mal Stay Better. Und naja, ob als nächstes gucken wir mal. Jo, aber als nächsten Anbieter, ne? So wie es passt eben, ne? Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.